Gestern war ich auf dem Weg am Abend zum Billardspielen. Deswegen konnte ich auch nicht streamen, Chat. Also ich stelle quasi Billard über euch, um das so vereinfacht so auszudrücken. Das ist aber noch nicht die Geschichte gewesen, ja? Die Geschichte geht jetzt erst los. Es hat geregnet. Gestern war ein regnerischer Tag. Ich war auf der Autobahn, linke Spur. Und ich merke schon, der Verkehr stockt ein bisschen. Ich war verabredet beim Billardspielen. Ich war spät dran. Ich wollte da schnell hin. Mich hat's abgefuckt, okay? Ich war auf der linken Spur. Ich denke mir, Bruder, welcher Bastard da vorne fährt schon wieder hier 60 km/h auf der Autobahn? Okay. Und dann war das eine Autobahn, die quasi auf den Ring führt in München. Okay, der Ring in München ist so eine Bundesstraße, die geht einmal um München rum quasi, alright? Und man fährt von dieser Autobahn quasi einfach nur geradeaus und kommt dann irgendwann auf den Ring. Und dann gucke ich so, also ich fahre so auf der linken Spur und sehe so ungefähr 7, 8 Autos vor mir, Chat. Sehe ich ein Auto, was gerade fährt auf der linken Spur und auf einmal, bumm, rüberreißt, auf den Bordstein drauf, auf den Randstein drauf, gegen die Leitplanke, bam. Vollbremsung auch, okay? Und da war ungefähr 8 Autos vor mir. Alle Autos vor mir, auf der linken und auf der rechten Spur, ich glaube, das war sogar dreispurig auf der ganz rechten, alle bremsen auf einmal ab. Alle haben Schock. Und ich sehe so, die bremsen ab und fahren so, also die bleiben dann neben dem Auto stehen, fahren weiter, okay? Der erste bleibt stehen, fährt weiter. Der zweite rollt vorbei, fährt auch weiter. Der dritte rollt vorbei. Der vierte rollt vorbei. Und irgendwann kam ich, okay? Und ich denke mir dann so, der Bruder ist entweder besoffen oder vielleicht geht es dem nicht so gut. Und ich roll ran, guck ins Auto rein und sehe einen, ich würde mal sagen, er war so um die 50, älteren Herren im Auto auf dem Fahrersitz, dem es gar nicht gut ging. Okay, also ich habe nicht mal eine Sekunde gebraucht, um zu sehen, dass es dem Bruder nicht gut ging. Okay, so, was war mein erster Gedanke? Der Typ hat einen. Oder was ist euer erster Gedanke, Chat? Wenn ihr das sehen würdet, was ist euer erster Gedanke, Chat? Helfen, Schlaganfall, Herzinfarkt, richtig. Ich habe direkt gedacht, Scheiße, hat einen Herzinfarkt. Was mache ich? Ich bleib stehen, bin erstmal neben ihm stehen geblieben, so halb neben ihm. Ausgestiegen, hingerannt und habe halt die Tür aufgemacht und sehe so, Junge, der Typ ist am Schwitzen, der hat sein Hemd so aufgemacht, der hat richtig geschwitzt, Digga, und hat halt keine Luft bekommen irgendwie und ich war mir direkt sicher, okay, der hat einen Herzinfarkt. Direkt ich Krankenwagen gerufen, instant, dann wusste ich nicht, wie die Straße da heißt und ja, dann habe ich da, ich glaube, ungefähr 10 Minuten habe ich gewartet, da waren die schon da, also da wirklich Props an die Münchner Krankenwagen und Sanitäter und so und der Bruder hatte einfach wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Also ich weiß es bis jetzt nicht wirklich, weil die sind dann gekommen und die haben den halt dann direkt versorgt, geholfen, die haben den dann auch mitgenommen. Aber, also der hatte, auf jeden Fall ging es halt nicht gut, Chat. Also der hat auf jeden Fall Hilfe gebraucht. Und es war auch eklig, weil ich dachte, der kratzt ab. Ich dachte, der kratzt ab, Chat. Ich stand da im Regen neben dem Auto und ich wusste ja auch nicht, was ich machen solle. Dann hab ich den Krankenwagen gerufen und meinte so, ey, kann ich was machen? So, kann ich dem helfen? Oder, also, du weißt ja nicht, wie du dich verhalten musst. Und da meinten die so, nee, kannst ja nichts machen, aber ist der bei Bewusstsein? Und dann gucke ich rüber, Digga, und der Typ hat seine Augen zu. Und ich dachte schon, Junge, der ist gerade abgekratzt. Und dann habe ich ihn so angetippt. Ich so, jojo, lebst du noch? Und hat halt irgendwie vor sich hingeatmet. Und dann meinte ich so, ja, der ist noch bei Bewusstsein. Ja, der reagiert noch. Aber du kannst halt nichts machen. Und dann habe ich da gewartet. Und ich hatte wirklich Schiss, dass der da abkratzt. Der sah nicht gut aus. Der sah nicht gut aus. Und dann, ja, dann war auch ziemlich schnell der Krankenwagen da. Wirklich ich würde sagen, 6 Minuten, 7 Minuten war der Krankenwagen da, Chat. Aber direkt komplettes Team. Also da kam ein Krankenwagen, ein Notarztauto, dann nochmal ein fetter Krankenwagen. Die waren direkt da. Klapp an dich. Darum geht es mir gar nicht, Chat. Ihr müsst mir jetzt nicht sagen, dass es cool war von mir oder toll war. Darum geht es mir nicht. Aber warum ich euch die Story auch erzähle, ist, also Digga, ich muss wirklich sagen, Chat, das, was mich mehr geschockt hat als der Typ, der da im Sterben lag im Auto, waren die Leute, die einfach vorbeigefahren sind. Denkt ihr, da ist irgendein Arschloch stehen geblieben? Niemand? Niemand, Digga. Also, ich kann das nicht nachvollziehen, wie du an einem. Also, du siehst, der fährt auf den Randstein, macht eine Vollbremsung, fährt noch gegen die Leitplanke. Und du guckst ja rein in das Auto, weil du dir ja denkst, jo, was geht bei dem? Was hat denn der da gerade gemacht? Und du siehst einen Typen, der so auf dem Fahrersitz liegt. Bruder, wie zur Hölle kannst du da weiterfahren? Das geht nicht in meinen Kopf rein, Chat, ehrlich. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und unterlassene Hilfeleistung kann teuer werden. Bruder, am lieb. Also, ich würde mir wünschen, für die Leute, die da einfach vorbeigefahren sind, dass die alle eine fette Anzeige kriegen, ehrlich. Was für ekelhaft und verdorben muss dein Charakter sein, um da weiterzufahren, Bruder. Jeder macht heutzutage auf politisch korrekt im Internet und alle sind politisch korrekt und sonst was, Digga. Und jeder ist ein gut Mensch. Aber Bruder, da liegt dann ein Typ im Auto, im Sterben und du schaffst es nicht, da stehen zu bleiben, weil du einfach keinen Bock hast oder weil du denkst, jo, es regnet gerade oder ich will nach Hause oder zur Arbeit oder was auch immer. Und Digga, das geht nicht in meinen Kopf rein, Chat. Ehrlich, stellt euch mal vor, Chat, euer Vater oder eure Mutter hat einen Herzinfarkt im Auto, die steht am Straßenrand und es gibt Leute, die fahren einfach dran vorbei. Die denken nicht mal dran, stehen zu bleiben und Notarzt zu rufen. Und zumal man ja auch sagen muss, Chat, wenn du einen Herzinfarkt hast, dann zählt ja jede Minute, soweit ich weiß, richtig? Wenn du einen Herzinfarkt hast,
dann zählt jede Minute, Digga. Da kann jede Minute entscheidend sein, weil ich glaube, wie war das nochmal bei einem Herzinfarkt? Ich weiß nicht genau, was ein Herzinfarkt genau heißt, aber je länger du wartest, desto mehr, also desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bleibende Schäden davon tragen kannst. Also dass du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche bleibenden Schäden halt davon trägst. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass du halt direkt den Krankenwagen rufst und dem direkt geholfen wird. Digga, das hat mich wirklich angeekelt, Chat. Ich bin ehrlich mit euch. Das hat mich richtig angewidert, Digga. Bei einem Schlaganfall ist das so. Ja, ich glaube, bei einem Herzinfarkt aber auch, Chat. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Arterien zum Herzen sind verstopft, ja, voll. Ja. Also da muss ich echt sagen, Chat, boah, was für ekelhafte Menschen es gibt, Digga, wirklich widerlich. Und deswegen an euch, Chat, wenn ihr irgendwann mal im Auto oder im Motorrad unterwegs seid, ihr seht ein Auto alleine da am Straßenrand, da steht keiner, bleibt einfach stehen, Digga. Fahrt schnell hin, bleibt kurz stehen, fragt, ey, ist alles in Ordnung? Und wenn der zu euch sagt, yo, ich war nur gerade pissen und es ist unnötig, dass ihr stehen geblieben seid, dann ist es so. Aber wenn der Typ einen Herzinfarkt hat und keiner ihm hilft und du dann der Typ bist, der aber dann halt stehen bleibt und ihm hilft, dann kann es halt auch einfach ein Leben retten. Also, das hat mich echt schockiert, Mann. Ehrlich. Ich hätte schlechtes Gewissen als Autofahrer, dass der irgendwie stirbt oder so. Ich verstehe auch nicht, was die sich dabei... Also, vielleicht haben die auch gar nicht nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, die da dran vorbeigefahren sind. Kann ich nicht nachvollziehen. Null. Und das merkt man immer wieder, wenn man halt so in No-Situation ist. Ich muss wirklich sagen, ich war so dankbar in dem Moment, dass es Leute gibt wie Sanitäter und die Leute halt, die im Krankenwagen... Wie nennt man die, die im Krankenwagen sind? Sanitäter, oder? Krankenwagen-Leute? I don't know. Sanitäter. Der Sanitäter, glaube ich, ja. Ich war so dankbar, dass es überhaupt solche Leute gibt. Wirklich, Sanitäter, ja. Ehrlich, also big Shoutout an jeden Sanitäter. Das ist wirklich so ein fucking wichtiger Beruf. Notfallsanitäter, ja, ja, safe. Also wenn einer von euch Notfallsanitäter ist, Liebe an dich oder an euch. Ja, das merkst du aber halt dann immer, wenn du in so ekligen Situationen bist, Chat, richtig? Danke, bin gerade in der Ausbildung. Sehr nice. Ey, wirklich sehr, sehr nice. Props an alle Notfallsanitäter oder Sanitäter. War auch letztens downhillen und einer ist hingefallen und es kam keiner auf die Idee, den Typen zu helfen. Ja. Kennt ihr noch die Geschichte, Chat? Die habe ich mal erzählt. Das ist auch schon super lang her. Eins, wer die Geschichte nicht kennt. Ich fahre nachts um 3 durch die Stadt und sehe eine Frau auf dem Boden, also eine Frau, die auf dem Boden liegt und ein Typ ist auf ihr drauf und hält sie fest. Eins, wer die nicht kennt, weil das ist eine ähnliche Geschichte. Okay, ihr kennt die nicht, ich erzähle die ganz kurz. Oder wollt ihr die hören, Chat? Ich bin nachts durch die Stadt, also ich bin nach Hause gefahren, ich war irgendwo unterwegs, fahre durch die Stadt, guck auf dem Gehweg, mitten in der Stadt, in München, Innenstadt. Nachts um 3, sehe eine Frau auf dem Boden so und ein Typ kniet auf ihr drauf und hält ihre Arme fest. Okay? Ihr wollt die Geschichte hören? Okay, ich erzähle sie auch ganz kurz, Chat. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Ich glaube, ich war in einer Shisha-Bar oder kann es euch gar nicht mehr sagen. Ist ja auch egal. Ich war auf dem Heimweg und es war 3 Uhr nachts. Ich fahre durch die Stadt. Es war irgendwann im Sommer. Das ist aber auch schon, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre her oder so. Und ich gucke nach rechts und sehe halt die Frau, also eine junge Frau, die so auf dem Boden liegt und ein Typ liegt auf ihr drauf. Und ich dachte mir, what the fuck? Was ist denn hier los, Digga? Was mache ich? Ich sehe das, fahr weiter. Mein Gehirn hat erstmal irgendwie ein paar Sekunden gebraucht, bis es gecheckt hat, jo, was passiert denn eigentlich? Dann dachte ich mir, okay, da musst du hingehen. Ich rechts rangefahren, also Parkplatz halt, rangefahren, ausgestiegen, hingegangen. Und ich schreie schon so hingegangen bin, ey, was macht ihr da? Und die gucken so und dann ist direkt der, also es waren 2 Typen. Einmal der Typ, der auf der Frau drauf war und dann nochmal ein Typ, der daneben stand. Und der Typ meint schon so, der war auch besoffen. Alles gut, kein Stress, irgendwie so. Und ich dachte mir halt, Digga, jetzt gibt's eine Schlägerei. Ich dachte mir, die Typen belästigen hier eine Frau. Ich komme dazu. Ich war ready, Chat. Ich war ready. Ich dachte mir, okay, einer kriegt jetzt aber richtig in die Fresse rein. Und ich gehe so hin und ich guck so und der meint so, alles gut, das sind Freunde oder so, hat er dann gemeint. Und ich so, Digga, wie das sind Freunde? Das ist eine Frau auf dem Boden, warum kniet er auf der Frau drauf? Freunde. Und als ich auf dem Weg hin, also als ich hingelaufen bin, da sind bestimmt auch wieder 4, 5 Leute einfach, also das müsst ihr mal überlegen, einfach an den vorbeigelaufen. Die sind nicht stehen geblieben, Digga. Mitten in der Stadt, nachts um 3, liegt eine Frau auf dem Boden, ein Typ kniet auf ihr drauf. Leute, Passanten, sehen das, die gehen einfach vorbei. Digga, die sind einfach vorbeigegangen. Die sind einfach, Digga, das kannst du nicht ausdenken. Ich muss dazu sagen, ich erzähle euch gleich, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich muss dazu sagen, ich kann es nachvollziehen, Chat. Ich kann es nachvollziehen, wenn du eine Frau bist und das siehst, dass du dann nicht hingehst. Eins, wenn ihr das nachvollziehen könnt, als Frau muss nicht sein, weil dann hast du halt vielleicht irgendwie Angst, jo, dann gerate ich dazwischen und bin auch am Arsch. Okay, verstehe ich, wenn du nicht hingehst als Frau, aber was du dann mindestens machst, ist, wenn du schon vorbeiläufst, lauf ein bisschen weiter, nimm dein Handy raus und ruf die Cops. What the fuck, du musst jetzt nicht selber hingehen, aber ruf die Cops an. Holy fuck. Digga, da sind wirklich, also da sind mindestens 5, 6 Leute vorbeigelaufen. Keiner hat irgendwas gesagt, die haben alle weggeschaut.
Und ich bin dann, wie gesagt, hin und ich dachte mir als Safety, ich muss mich jetzt da hauen mit denen. Und dann meinte er, hey, das sind Freunde, das sind Freunde. Und dann dachte ich mir so, yo, laber mich nicht fit. Und dann bin ich zur also neben die Frau gegangen und habe die Frau gefragt, ey, brauchst du Hilfe, ist alles cool bei dir? Und dann meinte die Frau, ja, alles gut, wir kennen uns so mäßig. Und da war ich aber immer noch, nicht so, weil mir kam das Spanisch vor, Digga. Ich dachte mir so, das kann nicht sein. Vielleicht hat die einfach Angst. Und ich meinte dann nochmal so, ey, wenn du Angst hast, so, ich helfe dir, so, sag einfach, brauchst du Hilfe? Und dann, als ich dann da stand, muss ich sagen, vielleicht lag es daran, dass ich dann schon da stand, dann sind mehr Leute gekommen. Weil die haben wahrscheinlich gesehen, okay, jetzt ist einer hingegangen. Ich glaube, da hat auch schon jemand die Polizei gerufen, wenn ich mich recht erinnern kann. Das ist schon länger her, Digga. Da hat dann irgendeiner in der Nähe die Polizei schon gerufen. Da kamen auch dann mehr Leute. Dann kam nochmal eine Frau, glaube ich, kam dann nochmal ein Typ. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich dann noch da war, bis die Polizei... Ich glaube, die Polizei ist dann auch gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es halt dann gut ausgegangen, so mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Da dachte ich mir auch, holy fuck, Digga. Stell dir mal vor, eure Freundin wird da von Männern belästigt in der Stadt. Und da gehen einfach Leute dran vorbei. Die juckt das einfach nicht, Digga. Hattest du keine Angst? Ja, doch, bestimmt, Digga. Bestimmt. Doch, bestimmt hatte ich Angst, Chat. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch normal, Chat. Angst ist ja nichts Schlimmes. Angst ist ja etwas, was dein Körper ausschüttet in Extremsituationen. Also in... Dein Körper will dir ja sagen, ey, das ist gefährlich, sei auf der Hut mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Natürlich hatte ich da bestimmt auch Angst im Moment. Aber ich könnte das nicht mit mir vereinbaren, Chat, an sowas vorbeizufahren. Digga, also Junge, was für ein Psychopath musst du sein, dass du das siehst und vorbeifährst und nach Hause fährst und so tust, als wäre alles normal? What the fuck? What the fuck? Wirklich traurig, ja, ja, ja. Das ist echt erschreckend auch einfach. Das ist wirklich erschreckend, Chat. Und das ist unsere Gesellschaft. Das ist unsere Gesellschaft, Chat. Das ist unsere Gesellschaft. Auf jedem und allem, der irgendwie, keine Ahnung was macht, rumhacken, draufgehen, mit der Masse draufgehen, rumhacken, canceln, was auch immer, Digga. Aber wenn da mal wirklich Hilfe benötigt wird und es irgendwie Zivilcourage erfordert, Digga, dann wird einfach drauf geschissen. Dann ist man auf einmal nicht mehr der Superheld, der korrekte Mensch. Deswegen, Chat, ich weiß halt nicht, was in den Leuten vorgeht. Ich hoffe, dass ihr sowas nicht macht. Eins, wer bei sowas bitte immer stehen bleibt. Ihr geht am besten nicht hin. Wisst ihr, was das Schlauste gewesen wäre in der Situation, was ich gemacht, also eigentlich ich machen hätte können? In der Nähe im Auto warten, Cops rufen. Direkt Cops. Es hätte auch sein können, dass es irgendwie zwei Junkies sind oder vollkommen druff sind und Messerstecken haben und die mich abstechen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Oder mich verprügeln zu zweit. Hätte ja auch passieren können. Am besten ist wahrscheinlich einfach in der Nähe bleiben, Cops rufen, warten so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist wahrscheinlich noch smarter. Aber fahrt da nicht dran vorbei, Digga, ehrlich. Man muss jetzt auch kein Superheld spielen und meinen, man ist jetzt hier der Stärkste und der Krasseste. Aber ruf die Cops an, Bruder. Wenn du nicht hingehst, dann ruf einfach die Cops und fahr aber nicht einfach weiter, Digga. Oder geh da einfach vorbei. WTF. Hilfe holen muss man ja. Ja, safe. Ich würde nicht direkt drauf gehen. Ist auch in Ordnung. Muss man ja nicht. Aber einfach halt Hilfe rufen dann. Ja, Mann. Wichtig ist nur, irgendwas zu machen. Ja, safe. Meine Freundin und ich haben mal verwirrte Frau mit Platzwunde gesehen und sofort angehalten. Dann kam raus, dass sie aus dem Altersheim abgehauen ist und dement war. Die Polizei hat sie dann zurückgebracht. Ja, sowas ist crazy, Mann. Das gibt's aber leider auch super oft. Das gibt's auch leider super, super oft. Die erste Geschichte, die der Chat hören will. Eins, wenn es spannende Geschichten waren, Chat. Komm, gib mir wenigstens den. Ich habe übrigens neue Socken. Die hat mir meine Freundin geschenkt. Meine imaginäre. Sexy Socken, danke Mann, vielen, vielen Dank.